Ich habe euch wieder bei einem Schminkjet dabei. Ich mache mich fertig. Und ja, wie dieses Gesicht hier entsteht, das erfährst du nach dem Intro. Einen zauberhaften und wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du dieses Video hier siehst. Ich mache heute mal wieder einen kleinen Schminkvlog. Legen wir mal los mit Eincremen. Ich habe mich zwar schon eingecremt, aber ich brauche für mein Make-up brauche ich eine Unterlage, weil ich ein Mineral-Make-up habe. Und da sind Feuchtigkeitscremes natürlich immer die besten. Ich glänze zwar noch ein bisschen, aber ich packe lieber noch mal ein bisschen was drauf. Meine Haare sind ganz schön lang geworden. Guck mal, das geht jetzt bis zur Nasenspitze. Ich werde im Januar noch mal zum Friseur gehen. Wenn es denn geht, man weiß nach heutiger Zeit ja nicht, was sie vor sich hin planen. Wenn ihr dieses Video zu einem viel späteren Zeitpunkt sieht, natürlich spreche ich von Corona. Solche Entscheidungen können ja dann auch innerhalb von einer Woche getroffen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass die momentane Situation, dass es einfach noch viel länger geht. So. Ja, jobmäßig läuft bei mir, muss ich sagen. Ich habe sehr großen Respekt, das muss ich auch zugeben. Aber das ist auch okay, das ist echt auch okay. Ich habe ein super, super, super tolles Team. Also ich hätte mir nichts Besseres wünschen können. Wir sind super professionell, wir sind freundlich. Ich kann zu jedem, zu jeder Zeit gehen. Und der ein oder andere würde sagen, ja, das ist ja selbstverständlich irgendwie. Ich hatte in meinem Leben schon so miese Jobs, dass ich oft auch ein schlechtes Betriebsklima hatte. Ne? Und das ist wie ein Sechser im Lotto. Das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe, durch das, dass ich halt immer beschissene Betriebsklimas hatte, außer in meiner Ausbildung. Und besser kann es halt echt nicht laufen. So. Das ist so ein richtiges und sowas. Hand habe ich halt natürlich in meinem Leben auch, so ein Geben und Nehmen. Und wenn das funktioniert, dann muss man da auch nicht viel nachdenken. So soll auch ein Team funktionieren. Ich habe schon gemerkt, das war was mir echt auch so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe jetzt natürlich erst so 1% meines Jobs kennengelernt. Nicht mal 0,1. 0,1. Wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann mal mehr darüber erzählen. Aber nach momentaner Situation mache ich das nicht. Weil ich habe erst noch ein Meeting mit meinen Chefs dann bezüglich meines neuen Bereiches. Das wird natürlich auch so eine richtig aufregende Sache. Ich möchte denen da draußen mit auf den Weg geben, die mich über Jahre hinweg beschimpfen haben. Und davon gibt es einige. Einige davon sind blockiert. Manchmal begreift man eben nicht das ganze Maß der Dinge. Ne? Jemanden oberflächlich als Sozialschmarotzer oder nicht arbeitswillig oder was auch immer zu beschreiben und zu beschimpfen. Man weiß nie, was hinter der momentanen Situation steckt. Das weiß man nie. Ne? Und ich erzähle hier auch nicht alles über mich, weil es eben genau diese Menschen gibt, die so akribisch meine Videos angucken, nur um mich zu beleidigen. Müsst ihr euch mal vorstellen.
Und natürlich habe ich so in der Vergangenheit meine Fehler gemacht mit Informationen, die ich hier halt einfach rausgehauen habe. Weil man wächst da in die Sache auch rein, ne? Und anhand, ich nenne sie ja immer so schön Trolle, anhand dieser Trolle habe ich einfach gelernt, nicht mehr alles rauszuhauen. Weil es fällt dir bloß wieder auf die Füße. Privatleben ist halt privat. Und du musst dich halt auf gewisse Art und Weise auch ein bisschen schützen. Und durch das, dass ich halt hier lange nicht alles erzähle, weiß man natürlich nicht, was im Hintergrund los ist. Und so soll es einfach auch sein. Und das sollte dann auch nach Möglichkeiten auch akzeptiert werden. Und dann irgendwelche Stories erfinden über mich, die dann irgendwo stehen, ist halt dann auch nicht das Allerbeste. Wie gesagt, das behalte ich weiterhin im Auge. Und entscheide, wie ich mit diesen Menschen umgehe, die rufschädigend mir gegenüber sich verhalten. Und davon gibt es einige. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Davon gibt es einige. Ich weiß nicht, was einen zu so einem Verhalten treibt. Also, wie man sich so auf jemanden negativ einschießen kann. Aber ich habe bei anderen Kollegen, Streamern, habe ich gelernt, das ist ganz normal. Jeder hat seine Hate-Watcher. Mir ist nur so unbegreiflich, warum man sowas macht, ne? Also urteilt nicht so schnell. Ihr wisst nicht, was los ist. Ihr wisst es einfach nicht. Und da ich hier halt einfach nie alles erzähle und auch zukünftig eher noch weniger erzählen werde, weil ich mich eben einfach selber schützen möchte, wisst ihr nur eine Facette von dem, was ich hier. Also meine Freunde wissen, was Sache ist. Oh Gott, ich wurde auf die kreativste Art und Weise schon so oft beschimpfen bezüglich, ich hätte keine Freunde, ich würde nicht vor die Tür gehen. Ich sei ein Sozialschmarotzer. Lauter so schöne Dinge. Nur verdiene ich halt. Ich muss ja bei der Sache hier ein Gewerbe anmelden. Und das mache ich ja nicht ohne Grund, sondern weil ich Geld mit dem, was ich mache, verdiene. Also so ganz mit dem Sozialschmarotzer kann das ja auch nicht stimmen, ne? Ich bin eine Zeit lang aufgestockt worden. Das ist auch nichts Schlimmes. Aber das macht mich ja trotzdem nicht zum Sozialschmarotzer. Also, wie gesagt, es ist immer schade, wenn so unwahrscheinlich schnell geurteilt wird und Rechte eingefordert werden mir gegenüber. Ich soll dies, das und jenes erzählen und naja, ihr wisst, was ich meine. So. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich wirklich, und ich muss wirklich sagen, zum ersten Mal in meinem Leben so einen richtig krassen Glückstreffer gemacht. So einen richtig, richtig krassen Glückstreffer. Ich habe einmal einen Chef gehabt, der hat mein ganzes Team aufgelöst. Und der war so ein richtiger Tyrann, der war so ein richtig, richtiger Teufel, kann man an der Stelle wirklich sagen. Der hat dir lieb ins Gesicht gelacht und wenn du dich umgedreht hast, hat er dir das Messer in den Rücken gerammt. Der hat einfach alles getan, dass du dich scheiße fühlst. Einfach alles. So hat der, ich war einmal mit einem Kunden am Telefonieren, kam er in mein Büro und legt einfach auf, frei nach dem Motto, jetzt rede ich. Und es war kein Spaß, das hat der todernst gemeint. Jetzt rede ich.
Boah, da war ich sauer. Ja, da war ich sauer. Das war nicht das Einzigste. Und das war auch nicht das einzigste Mal. Das hat er ein paar Mal versucht, bis es dann richtig geknallt hat. Das war richtig übel. Er hat mir mein ganzes Team weggenommen. Ich hatte ein Team anfänglich noch. Und mit dem Team hat er auch hin und her geklagt und so. Das wusste ich halt nicht, als ich den Job angetreten habe. Aber so ein bisschen intuitiv habe ich schon gespürt, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe bei der ganzen Situation für die Zukunft halt einfach gelernt, wenn ich selbst wieder in so eine Situation komme, dann lehne ich auch ab. Mir wurde dummerweise früher mal beigebracht, wenn dir ein Job angeboten wird, musst du ihn annehmen. Musst du nicht. Wenn die Umstände nicht stimmen, und die haben da nicht gestimmt, das hat man schon im Vorstellungsgespräch gespürt, dann Finger weg. Finger weg. Ich bin halt echt auch zu der Zeit mit Bauchweh zum Arbeiten gegangen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war echt richtig übel. So, was brauche ich jetzt? Habe ich mir alles hier hergelegt? Habe ich. Ich habe jetzt den Concealer hier verwendet, also den Corrector. Ich nehme meistens immer die zwei oberen. Und dann habe ich noch den Sensitive Concealer von Alverde verwendet. Nee, scharf gibt es nicht. Gibt es nicht. Und jetzt verwende ich von Lili Lolo ein Mineral-Make-up. Das werde ich mir höchstwahrscheinlich auch in groß kaufen. Aber das nehme ich meistens immer nur für die Augen. Ich habe auch in Fabriken gejobbt. So, und das habe ich ja auch gemacht. Also ich war mir nie zu fein zum Arbeiten. Deswegen war für mich das auch nie ein Problem, wenn ich hier auf YouTube beleidigt wurde, frei nach dem Motto, ich will ja nicht arbeiten und so. Weil ich für meinen Teil immer wusste, ist nicht so. Ist nicht so. Nur bei diesem in der Fabrik arbeiten gab es für mich ein Problem. Das war eine recht diffizile Arbeit zum einen und ich habe recht zittrige Hände, das sieht man in dem einen oder anderen Video, das ist halt nun mal so. Und ich habe meine Probleme mit den Schichten richtig krass entwickelt. Ich habe den Job damals in der Fabrik angenommen. Ich habe ja öfters in der Fabrik gearbeitet. Ich habe den Job in der Fabrik damals angenommen, weil ich davor, und ich hatte da nie Probleme damit. Ja, aber je älter du wirst, desto weniger steckst du Müdigkeit weg. Das merke ich jetzt schon in der ersten Woche. Ich war so müde. Ich habe mir so einen Stress in der Nacht gemacht. Ich hatte immer Angst, ich würde verschlafen. Dann bin ich natürlich, meine innere Uhr funktioniert im Moment nicht. Zum einen wegen der Winterzeit und dann wegen dem veränderten Tagesrhythmus dann auch. Dann hatte ich immer Angst. Ich hatte immer Angst, ich würde verschlafen. Ich musste mich selber auslachen, weil dir reißt da niemand den Kopf ab, wenn du verschläfst. Dann kommst du halt später und hängst die Zeit hinten dran, ne? Oder verteilst es auf die Woche irgendwie. Ich habe jetzt in meiner ersten Woche auch 3,5 Stunden Miese gemacht. Ist jetzt auch kein Problem, weil ich eine 19,5-Stunden-Woche habe, durch das, dass ich halt eben nebenher noch selbstständig bin und da auch ein bisschen Zeit brauche. Und das war mega anstrengend. Also ich arbeite ja dann schon mal 8 Stunden, was ich ja vorher eine längere Zeit nicht gemacht habe. Schon mal 8 Stunden am Stück, wenn ich was für einen Kunden machen musste, ja, aber nicht andauernd. Und wann war es? Am Dienstag bin ich beim Videoschnitt eingeschlafen. Ich bin sowas von eingeschlafen. Ich muss selber über mich lachen. Ich muss selber über mich lachen. Ich muss echt selber lachen.
Ich bin tatsächlich so nach einer halben Stunde aufgewacht, so mit dem Kopf nach unten und bin dann so erschrocken, so was war jetzt? Und es war grob so eine halbe Stunde, wo ich halt echt flapp weg war. War schon mega witzig. So. Ich mache nichts Besonderes. Das ist halt, was für mich am besten läuft. Aber Leute, da gewöhne ich mich schon auch noch dran. Also ich habe ja nicht ohne Grund vorgedreht die letzte Zeit über oder die letzten 8 Monate, weil das ja immer nach hinten verschoben wurde durch Corona. Kann man halt auch nicht ändern, ist so. Und was wollte ich jetzt sagen? Habe ich vergessen. Ach, mit dem Vordrehen. Ich habe vorgedreht, ja, aus dem Grund heraus, weil ich mir schon dachte, so, die erste Zeit über wirst du echt Schwierigkeiten haben. Ich habe das Pensum von grob 4 Videos die Woche. Also ich muss im Endeffekt schon 4 Videos die Woche schneiden, damit ich halt eben diese 4 Videos pro Woche hochladen auf 2 Kanälen auch schaffe. Also meistens, also alle 2 Wochen muss ich ja nur 3 produzieren und ein viertes schneiden. Das ist dann der Weekly Vlog. Falls du Lust auf solche Videos hast übrigens und meinen Zweitkanal noch nicht kennst, die Weekly Vlogs gibt es eben auf meinem Zweitkanal und das alle 2 Wochen. Und ja, das ist gar nicht schlecht, dass ich da, wie gesagt, da einmal die Möglichkeit habe, alle 2 Wochen nur 3 zu produzieren. Das verlagert sich bei mir halt jetzt auch so ein bisschen im Moment ins Wochenende. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in der 2. Woche sein wird. Meine Kollegin möchte auch, die ist aber jetzt noch im Urlaub, dass ich an 2 Nachmittagen komme. Und da habe ich halt Montag und Dienstag vorgeschlagen. Da bin ich dann auch ein bisschen ausgeschlafen, denke ich. Hoffe ich. Ja, Corona ist wirklich allgegenwärtig und ich gerade beim Arbeiten gehe ich manchmal schon echt irgendwie Bauchweh, weil wir halt eben auch mit Menschen zu tun haben, gehe ich halt schon echt Bauchweh, wie fahrlässig man halt immer noch mit der Situation oftmals umgeht. Also jetzt ist mir tatsächlich gerade mein Akku abgestorben. Muss gleich nachher mal laden. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ich weiß gar nicht mehr. Fangen wir mal von einem ganz anderen Thema an. Ich schmeiß gerade so nach und nach meine restlichen Sachen, die einfach uralt sind, weg, was Kosmetik betrifft. Den hier konnte ich noch nicht wegschmeißen. Ich rieche immer an den Sachen, weil die sind halt zum Teil bei mir so alt. Aber den da, den mag ich halt schon, weil er halt so schön subtil ist. Das ist auch ganz interessant im Moment für mich. Morgens entwickelt sich für mich gerade so eine Routine. Ich meine, ich bin eh so ein Mensch, der viel zu früh aufstehen muss. Da werde ich immer ein bisschen ausgelacht, aber ich bin ein Morgenmuffel vor dem Herrn. Wenn du mich zum falschen Zeitpunkt ansprichst am Morgen,
wundere dich nicht, wenn ich zurückkosch, ohne Witz. Das war ich aber schon immer. Was aber nicht heißen soll, wenn du irgendwas schon immer bist, dass du das nicht ändern kannst. Also ich hab's bis dato nicht geschafft, das zu ändern. Gebe ich offen und ehrlich zu. Und durch das war ich schon immer so, dass ich morgens nichts essen konnte. Deswegen kommt es ab und zu mal vor, dass ich am Wochenende morgens esse. Aber da ich einfach noch nie so gern früh aufgestanden bin und da immer schon meine Schwierigkeiten hatte, was nicht heißen soll, dass ich jetzt die ganze Zeit über um 10, 11 wäre schon aufgestanden bin, das ist ja auch nicht der Fall. Aber da ich früher schon zu meiner Schulzeit einfach erst gehasst habe, morgens aufzustehen, habe ich morgens mir immer viel mehr Zeit eingeplant, dass ich so wach werde. Und ich stehe auch jetzt, wie habe ich es die Woche gemacht? Ich bin um 6 aufgestanden. Ich arbeite jetzt nicht so weit entfernt. 1 Stunde 40 Minuten. Ich brauche das morgens. Eine Freundin von mir steht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde vorher auf oder so. Steht auf, geht duschen, macht sich zurecht, zieht sich an, raus. Das könnte ich nicht. Ich habe morgens immer mal einen Moment, wo ich mal kurz auf dem Bett sitze, etwas verloren, in die Luft schaue und einfach mal nichts mache. Ich sehe inzwischen wieder ein bisschen besser ohne Brille übrigens. Das war gerade der Thermostat meiner Heizung. Ich sehe ein bisschen besser wieder ohne Brille. Das war eine Zeit lang, war das schon mega verschwommen alles. Ich hatte halt mega überanstrengende Augen. Überanstrengte Augen. So. Was meint ihr? Kann man so lassen, oder? Ich finde schon. Ja, ja. Geht schon. Geht schon. Den muss ich übrigens auch erneuern. Catrice Liquid Liner. Den muss ich auch mal abchecken. Also ich war der Meinung, ich habe den abgecheckt bezüglich Mikroplastik. Da nichts drin war. Ansonsten hole ich mir echt wieder diesen Lavera Eyeliner. Da ist auf jeden Fall nichts drin. Und der, das ist ja auch Lavera, der ist gar nicht schlecht, der Kajal. Wenn ihr mir Mascaras empfehlen könnt, bin ich wirklich dabei. Die finde ich jetzt nicht so mega gut. Die ist halt auch schon wieder ein bisschen älter. Gut, ich halte mich da nie daran. Das steht ein halbes Jahr offen und dann danach wegschmeißen, glaub. Na, 6 Monate. Daran halte ich mich nie. Ich sag halt immer so, wenn's mal gruselig wird, also wenn es zu lang auf ist, dann schmeiße ich die Sachen schon weg. Also wie ihr mich kennt, bin ich da auch echt straight inzwischen. So! Kann man mich so losschicken? Hier habe ich. Aber das ist halt auch normal. Ne? Ich habe die Woche tatsächlich, oder gestern, habe ich tatsächlich mit Rasierschaum meine Brille geputzt. Das mache ich jetzt nochmal. Es hat tatsächlich funktioniert.
dass die Brille nicht mehr so schnell anläuft. Jetzt ist sie wieder ein bisschen dreckig. Jetzt putze ich sie nochmal mit Rasierschaum. Es funktioniert ganz gut. Ja, was sagt ihr? Kann man machen, oder? Ich bin so froh, dass mein Pony jetzt ein bisschen länger ist. Ich melde mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns, du bleibst da, beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.